Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu F1 2020 zum Qualifying des Großen Preis von Russland. Eine Strecke, die mir persönlich eigentlich schon relativ gut liegt, auf der ich aber auch definitiv sehr, sehr viel geben muss, um hier gute Ergebnisse einzufahren. Also das wird relativ spannend werden heute, denke ich mal. Punkte tatsächlich habe ich angespart, denn wie wir mitbekommen haben, oder wie uns zugetragen wurde letztes Mal, werden wir neue Regularien bekommen für 2021, logischerweise. Und das heißt, einige unserer F&E-Abteilungen werden wohl eventuell zurückgesetzt werden. Und um das ausgleichen zu können, brauchen wir natürlich ein paar Punkte in der Hinterhand. Im Best-Case-Szenario ist es nur der Motor und die Strapazierfähigkeit, weil das können wir super easy ausgleichen. Im Worst-Case-Szenario brauchen wir die Aerodynamik und Chassis abändern. Aber ja, deswegen spare ich gerade Punkte, damit wir 2021 wirklich safe reingehen können. Weil, wenn wir das jetzt mal ganz realistisch betrachten, für die 2020er-Saison. Das Maximum, was ich erreichen kann in der Fahrerwertung, ist P2. Dafür muss einiges richtig laufen. Und ich nehme mal an, dass die Red Bull und Racing Point nicht mehr rankommen an uns. Mathematisch gesehen möglich, aber jetzt kommen einige Strecken, auf denen ich einfach sehr, sehr stark bin. Und deswegen halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass da nach hinten noch was passiert. Vettel könnte noch an mir vorbeigehen, aber selbst dann wäre ich mit P4 in der Fahrerwertung immer noch voll zufrieden. Also ich werde eher den Fokus darauf legen, dass wir safe Richtung 2021 kommen. Und ja, das ist dann so der große Plan, dass wir 2021 dann wirklich auch für den Titel angreifen können. So oder so gucken wir jetzt erstmal, ob wir uns in Russland gut qualifizieren können. Das Qualifying lief in Russland eigentlich immer sehr, sehr spannend ab. Ich kann mich noch erinnern, in der MyTeam-Karriere Season 2 lag da zwischen meinem Teamkollegen Bottas und mir gerade mal eine halbe Zehntel, wenn mich nicht alles täuscht. Also es war auf jeden Fall unter einer Zehntel. Ich meine, es war eine halbe. Deswegen, ja, das könnte durchaus interessant werden hier. Ob wir den guten Barrichello denn zweimal in Folge auf Pole stellen hier oder nicht. Und ich habe meine Kopfhörer gerade definitiv eine Stufe zu leise gestellt. So, jetzt höre ich auch wieder was. Ja, ich nehme mal an, Q2 sollte relativ straightforward ablaufen. Da müssen wir einfach nur eine saubere Runde fahren und dann passt das. Ich glaube tatsächlich, wir müssen gar nicht auf den Mediums fahren in Q2. Ich habe tatsächlich so ein bisschen die Vermutung, dass wir eine Soft-Medium auch ganz gut schaffen werden. Russland ist jetzt keine Strecke, auf der die Reifen so krass abbauen. Und dann nehme ich doch lieber die Soft-Medium, glaube ich, mit. Aber wir gucken mal, was die anderen machen. Und vor allem schauen wir jetzt dann eh erstmal, wo wir überhaupt stehen werden hier. Nach dem Qualifying, die Trainings sahen sehr positiv aus, also auch die Trainingsprogramme habe ich ohne Probleme geschafft, sogar das Quali-Programm habe ich mit, ich glaube, 6 Zehnteln in meinem Delta abgeschlossen. Also das lief wirklich, wirklich gut. Deswegen hoffe ich mal, dass das Qualifying jetzt hier natürlich auch ähnliche Ergebnisse abliefern wird, aber so oder so, ihr kennt mich, im Rennen bin ich stärker als im Qualifying. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass wir da, wo es dann relevant wird, auch wirklich unseren Vorteil haben. So oder so, ich nehme an, vor den Haas und Williams werden wir in jedem Fall sein und dann brauchen wir nur einen Alfa Romeo hinter uns. Dann sind wir eh in Q2, also das schaffen wir schon. So, stellen wir schon mal auf Max-Sprit hoch, um auch ein bisschen Sprit wieder zu verballern hier, weil ich ein bisschen zu viel leider wieder mitgenommen habe. Ich habe leider den Renault direkt hinter mir, aber vielleicht lässt er nochmal ein bisschen mehr Abstand. So, und da beginnt unsere Hotlap. Vor uns gerade mal ein Racing Point und ein Ferrari. Das heißt, wenn wir die dann in Sektoren fahren sollten, dann ist das auf jeden Fall sehr viel wert hier. Gut, das war sehr weit in. Bisschen zu früh angefahren.
Renault hinter uns sind wir auf jeden Fall schon mal davon gefahren. Allgemein wieder ein erster Sektor bis dato. Ja, mein größtes Problem ist sowieso der dritte Sektor, da verliere ich extrem Zeit. Was wahrscheinlich aber eher daran liegt, dass die KI deutlich weniger Flüge fährt als ich, könnte ich mir vorstellen. Wobei es dann ein wenig Sinn ergibt, warum ich, dass die KI deutlich mehr Flüge fährt als ich, meine ich. Würde sich halt decken, damit, dass ich im ersten und zweiten Sektor im Regelfall ganz gut bin. Oh, wir sehen eine 1.30.1 von Vettel auf jeden Fall. Und eine 1.30.0 von uns. Das ist doch ein guter Einstieg, würde ich sagen, hier. Die Racing Points und Ricciardo beide hinter uns. Sehr nice. Die Mercedes fangen ihre Runde gleich erst an. Oder der Mercedes besser gesagt. Der andere ist noch in der Box. Das nehmen wir doch so, wie es aktuell dasteht, sehr gerne mit. Machen jetzt hier keinen Parallelflug mit Ricciardo. Er fährt einfach dran vorbei. So wie es sich gehört, wenn ich langsam fahre. Versteht nur nicht jeder. Ja, der Williams ist seine Runde noch nicht gefahren, glaube ich. Ah ne, der ist gerade auf seiner Outlap, wie man gut erkennen kann. Gib Gas, Russell. Hopp. Oder fährt er nicht schneller, der Williams? Weiß ich gerade gar nicht. Nein, Quatsch. Ja, das heißt auf jeden Fall sehr erfolgreiche erste Runde bisher. Das war auch definitiv eine solide Runde. Wie gesagt, Sektor 1 habe ich einen Tacken zu früh eingelenkt für Kurve 1. Offiziell Kurve 2, aber sag mal, wie ist das, was hier Kurve 1 ist? Das ist wie Kurve 3 in Österreich. Das kannst du nicht für voll nehmen. Das ist ein Witz für eine Kurve. Aber das heißt auch dann im Umkehrschluss, dass mein dritter Sektor diesmal gar nicht allzu schlecht war. Ich würde mal vielleicht ganz gerne P3 ins Auge fassen fürs Qualifying. Das wäre eine schnieke Sache, glaube ich, weil dann hätten wir auch Windschatten von dem Mercedes vor uns. Und das wäre sehr geil, weil der Weg bis Kurve 1 in... Hamilton ist auch hinter uns, interessant. Der Weg bis Kurve 1 hier ist halt super, super lang. Wenn du da Windschatten hast, hilft dir das extrem viel. Hat man gesehen, glaube ich, 2019 mit den Ferrari. Das hat sehr gut funktioniert da. So. Ja, wie gesagt, extrem eng. Wir haben tatsächlich einen recht guten dritten Sektor gehabt. Wir haben im zweiten jetzt relativ ordentlich was verloren. Erster Sektor war dafür grandios. Also, wie gesagt, Russland ist allgemein sehr spannend, immer sehr eng. You can then navigate up and down to the setting you want to change. Also eine 1.29 ist halt auf jeden Fall drin. 100%. Die Frage ist jetzt nur, wie niedrig können wir gehen? 29.9, 29.8? Man weiß es nicht. Okay, Bottas, ja, doch. Eine 28 halte ich für realistisch. Auf jeden Fall. Ja, doch. Das ist halt, wenn die Zeiten simuliert werden, ne? Weil ansonsten glaube ich nicht, dass der hier eine 28er Zeit fahren wird. Das passiert glaube ich nicht. Ja, ausgeschieden. Magnussen und Grosjean, also die beiden Haas, die beiden Williams und Kwiat, was heißt beide Alfa Romeo, sind tatsächlich in Q2 und ja, Albon lebt sehr gefährlich, aber ja, wie gesagt, super eng. Von P5 bis P15. Nicht mal eine halbe Sekunde. Also das ist schon super, super knapp. Sogar von P3, glaube ich, bis P15. Und ab dann kamen halt die simulierten Zeiten. Aber ja, das Thema kennen wir ja schon.
Right, we've lost telemetry. We've lost pretty much all sensor information. It's being looked into now, so just bear with it for a few minutes if you can, please. Ja, machen wir, Chef, kein Problem. So, was haben wir denn? Fährt irgendeiner von den Top-Teams bisher schon? Ah, Paris und Stroll beide soft, Albon soft, Hamilton auch soft, Bottas soft, ja, dann müssen wir es gar nicht riskieren, dann fahren wir auch auf den Softs. Da müssen wir dann gar nicht irgendwie gucken, ob wir mit den Mediums durchkommen oder nicht. Das kriegen wir dann schon so einfach hin. Diese random technischen Fehler sind ganz nett, finde ich. Ich fände es halt auch irgendwo cool, wenn diese technischen Fehler auch im Rennen passieren würden, so doof wie es klingt. Aber wenn es halt irgendwie heißen würde, das natürlich nicht jedes Rennen, aber halt so, keine Ahnung, ein, zwei Mal in der Saison, hey, pass auf, wir haben ein bisschen Unterbodenschaden, der Wagen ist jetzt deutlich instabiler auf der Hinterachse. Das fände ich sau nice irgendwo. Oder dass du halt wirklich spontan im Platten hast. Ich meine, es wär ja schon eine Option zu sagen einfach, dass du diese random technischen Fehler aktivieren oder deaktivieren kannst. Ich glaube, das gab es sogar vor nicht allzu langer Zeit in den F1-Titeln. Fände ich interessant hier, definitiv. Und unser Energiespeicher macht langsam den Abgang. Müssen wir eventuell tatsächlich ersetzen dann fürs nächste Rennen. Der Lancelot mit einer 1.30.0. Ja, die müssen wir halt auch wieder schlagen hier. Wie gesagt, im Best-Case-Szenario fahren wir eine 29. Wenn wir das erreicht haben, eine 1.29, dann stehen wir, glaube ich, super, super gut da. 29.2 von Valtteri. Krass, okay. Ja, Bottas ist ja traditionell immer sehr stark gewesen hier auf Sochi. Hatte auch 2020 eine bessere Pace als Hamilton. Also wirklich die Strafen rausgerechnet, war Bottas trotzdem schneller über das Rennen gesehen. Alright. Da gucken wir doch mal, was wir hier erreichen werden. Ja, ein bisschen weit rausgekommen. Trotzdem kein allzu schlechter erster Sektor, glaube ich. Da habe ich jetzt definitiv zu früh gebremst und zu viel. Oh, Alfa Romeo da vorne, macht bitte keinen Stress. Eigentlich dürfte er weit genug weg sein, aber der dritte Sektor weiß ich halt nicht. Okay, er fährt in die Box. Und wir kriegen die 29 sogar. Eine gute 29. 1.29.6. Sehr schön. Und auch über eine Zehntel schneller als Vettel. Sehr, sehr gut. Oh, das war nice. Ein paar leichte Schnitzer auch noch gehabt in der Runde. Also ich glaube, eine 29.5 ist machbar. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass wir jetzt dadurch mit einem Reifensatz, den wir gerade mal verbraucht haben, safe in Q3 sind. Bin ich mir ziemlich sicher. Also das wäre krass. Ich meine, Stroll ist 4 Zehntel, glaube ich, hinter uns. Auf P5. Also das halte ich für unwahrscheinlich, dass da noch groß was passieren wird. Das war eine smooth Runde, definitiv. Wie gesagt, hier habe ich auch noch ein bisschen was verloren.
Dann die letzte Kurve in Sektor 1. Wir sind weit rausgekommen, dadurch in einen leichten Quersteher gegangen, hat ein bisschen Zeit gekostet. Der dritte Sektor war ganz okay, auch wenn ich da in der 90 Grad Linkskurve in der ersten auch ein bisschen weit rausgekommen bin, also diese Kurve hier. Wenn ich die weiter innen fahre, dürfte ich da glaube ich auch noch knapp eine Zehntel finden. Also da ist gut was drin, würde ich sagen. P3 können wir auf jeden Fall ins Auge fassen hier. Ja, Reifen sind super dabei. 4% gerade mal abgenutzt auf der Hotlap. Das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Ja, die Red Bulls haben einfach nicht die Speed auf der Geraden. Da ist der Honda-Motor zu schwach. Auch wenn er stärker sein müsste als der Ferrari-Motor. Das Spiel interessiert das ja nicht, wie wir erfolgreich festgestellt haben. Aber ja, wir haben ein gutes Potenzial hier auf der Strecke. So, jetzt gucken wir uns nochmal genau die Sektorenzeiten an. Die interessieren mich jetzt natürlich brennend. Erster Sektor, kann man sagen, gleich schnell zu Bottas. 4000stel Abstand gerade mal. Im zweiten verlieren wir auf die Mercedes, sowohl Vettel als auch ich. Und der dritte war vollkommen okay auch. Es ist der zweite Sektor, wo ich eigentlich die komplette Zeit auf Bottas verloren habe. Interessant, interessant. Aber ja, wir haben auf P11 aktuell eine Sekunde Vorsprung. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass da großartig noch was Negatives für mich entstehen wird. Deswegen spulen wir mal vor. Ja, mal gucken, ob es Albon in Q3 reinschafft oder nicht. Und? Nee. Die McLarens sind beide ausgeschieden. Dann Albon, Raikkonen und Giovinazzi. Okay. Perez hat sich noch vorgeschoben. Auch interessant. Wie gesagt, simulierte Zeit. Aber ansonsten, ja, beide Renault und auch wieder Gasly haben wir hier in Q3. Also Gasly auch mit einer starken Saison. Wie in der Realität. Muss man ganz klar so anerkennen. Seit Gasly wieder bei Toro Rosso / Alpha Tauri ist, macht er einen verdammt guten Job. Everyone ready? Okay, let's go. Alright, dann würde ich doch mal sagen, holen wir uns die Pole. Nein, das wird nicht passieren, aber mal gucken, wie nah wir rankommen. Oder wie weit wir entfernt sein werden, je nachdem, ob du dir jetzt schwarz sehen möchtest oder nicht. Ich bin echt am Überlegen, ob wir den Energiespeicher austauschen oder ob wir das erst im nächsten Rennwochenende machen. Wobei ich gerade auch nicht hundertprozentig weiß, was das nächste Rennen ist. Weil das Ding ist halt, mir wird im Rennen dadurch dann wahrscheinlich gut was am ERS fehlen. Und ich muss halt, wenn ich ihn austausche, muss ich mir einen komplett neuen ranholen. Also ich kann keinen alten reinbauen, das funktioniert nicht. Die alten Energiespeicher von mir, die sind noch mehr am Arsch. Ich glaube, USA dürfte das nächste Rennen sein, wenn mich nicht alles täuscht. USA oder Japan? Ich weiß es aber gerade nicht hundertprozentig. Wenn es Japan wäre, hätte ich damit kein Problem, den Speicher auszutauschen. Bei Japan bin ich eh nicht so stark. Oder nicht so konstant, besser gesagt. Reine Pace ist okay auf Japan bei mir mittlerweile, aber die Konstanz fehlt halt. Deswegen würde es mir da nichts ausmachen, 5 Positionen weiter hinten zu starten oder 10. Aber ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was in die Strapazierfähigkeit investieren. Nächstes Jahr, weil das ist ja echt erbärmlich. Okay. Racing Point und Renault vor uns. Schauen wir mal.
Da haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut Schwung mitgenommen. Der ist dafür ein bisschen zu spät aktiviert, aber naja. Auch hier wieder leider ein bisschen zu früh eingelenkt. Hier jetzt den Quersteher dafür nicht gehabt. Und damit schneller als der Renault und der Racing Point vor uns im ersten Sektor. Nice. Ja, da komme ich noch schneller durch, definitiv. Aber ich traue mich nicht wegen dem Sausage Curb in. Der kann ja den Wagen halt wirklich auf zwei Reifen heben. Ohne Probleme. Sektor 2 war ja mein Problem. Ich war jetzt gefühlt nicht viel schneller als vorher. Trotzdem ein wenig schneller als der Racing Point und der Renault vor mir, definitiv. ...30,6 von Ocon. Zeit von Perez habe ich jetzt gerade nicht gesehen, aber wir gehen wieder eine ähnliche Zeit wie gerade. 29,6. Könnte sogar relativ identisch sein, aber ich glaube, ein bisschen schneller waren wir trotzdem. Ja, okay. Perez 13 hinten dran. Bin jetzt gespannt. Ich glaube, die einzigen wirklich, die mir hier Konkurrenz machen werden, sind die Mercedes und Vettel. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ein Verstappen hier auf der Strecke großen Schnitte haben wird. Ja, Hamilton 1,5 Zehntel schneller. Und ich glaube auch die Racing Points werden hier jetzt nicht so krass abliefern, wie man es vielleicht vermuten würde. So, Bottas und Vettel bringen ihre fliegende Runde jetzt, glaube ich, auch zu Ende. Bottas geht nochmal schneller. Bottas ist halt ein Tier auf Russland einfach nur. Das ist krass, was der hier für eine Pace hat. Und Vettel hinter uns. Maximal eine 1/2 Zehntel. Krass. Das ist interessant, definitiv. Aber ja, das heißt, aktuell stehen wir genau da, wo was ich ja angepeilt hatte. P3 wollte ich ja haben, wie gesagt. Und P3 haben wir gerade. Jetzt ist nur die Frage, ob wir ein bisschen mehr erreichen können oder nicht. Ich muss auf jeden Fall meine Zeit aufbessern, definitiv. Weil ich glaube, ansonsten werde ich nur auf P4 stehen, was jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt wäre. Aber vor Vettel zu sein, wird trotzdem... Das wäre schon cool. Wäre dann, glaube ich, das dritte Mal in Folge, dass ich ihn outqualified habe, wenn mich nicht alles täuscht. Würde ich mitnehmen, definitiv. So, auch hier gucken wir uns jetzt natürlich wieder die Sektorenzeiten an. Ui. Press the MFD button to open the multifunction display and then again to cycle to the tires and damage screen. Okay, 2/1000stel zwischen Vettel und mir. Erster Sektor bin ich schneller, zweiter Sektor ein bisschen langsamer, dritter Sektor ein bisschen langsamer. Erster Sektor in Relation zu Mercedes, okay. Zweiter Sektor fehlt mir auf Bottas 2 Zehntel und dritter Sektor fehlt mir auf Bottas 3 Zehntel. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich sehe mich eher beim ersten und zweiten Sektor, dass ich da noch ein bisschen was raushole. Beim dritten Sektor wäre ich mir jetzt unsicher, ob da noch groß was geht. Aber naja, wir spulen mal vor, sodass die anderen rausfahren. Genau, das heißt, die Zeiten werden nicht simuliert werden. Und wir werden jetzt auch gucken, dass wir noch eine gute Runde fahren, vielleicht nochmal 1/2 Zehntel holen. Ich würde wirklich liebend gerne auf P3 stehen bleiben. Wäre halt auch die saubere Seite der Strecke. Also das wäre schon sehr schnieke, definitiv. Aber schauen wir mal.
So oder so, glaube ich, schlimmer als P4 wird's nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Bottas da wirklich nochmal eine 28 reinhaut, ohne dass es simuliert wird. Das wäre krass. Aber der Mann wird halt auch massiv unterschätzt. Also Bottas ist ein sau starker Fahrer. Nur wenn halt dein Teamkollege ein sechsfacher Weltmeister ist, mittlerweile siebenfacher, da ist klar, dass du den nicht einfach so in den Boden stopfst. Alright. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich den Wagen in die Wand gesetzt hätte. Das wäre es jetzt wirklich gewesen, aber nee. Alright. Mal schauen, ob ich noch was rausholen kann oder nicht. Leider ein bisschen Schwung direkt hier verloren, weil ich auf dem Curb rausgekommen bin, ein Stückchen leider. Dafür das DRS ein bisschen früher aktiviert, gleicht es wieder ein bisschen aus, definitiv. Ja, ein bisschen rausgekommen. Scheiße, das hat jetzt gekostet. Valtteri knallt da wirklich eine 28er hin. Not bad. Wir haben P3 auf jeden Fall. Vettel ist nicht schneller geworden. Ah, und wir finden nochmal 3 Zehntel hier. P2. Sagen wir mal, wie es ist. Ich glaube, mit P3 hätte ich bessere Chancen gehabt für im Rennen, aber ich sage dazu jetzt nicht nein, ne? Auf unsere Top 3. Bottas, der Professor und Lewis Hamilton. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, guck mal hier, Vettel um 3 Zehntel outqualified, das nehmen wir doch sehr gerne mit. Schneller als Hamilton hier. Das finde ich charmant, definitiv. Was ist denn Vettel gefahren in seiner zweiten Runde? 29, ja okay, quasi die gleiche Zeit. Das finde ich okay, definitiv, wie das hier läuft. Das finde ich durchaus akzeptabel. Das heißt, wir können im Rennen definitiv wieder um ein Podium kämpfen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja, klar. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen können? Ich bin mir sicher, dass unsere Strategie für das Rennen uns einen Platz auf dem Treppchen sichern wird. Klar. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Ich habe ein großartiges Team, das pausenlos daran arbeitet, das Beste aus dem Auto herauszuholen. Danke für den Kommentar. Und wieder 2 Punkte in der Rivalität für mich. Das heißt, wir gehen wieder ein Stückchen weiter weg, haben jetzt 6 Punkte Vorsprung, 15:9. Schauen wir mal, ob wir die Rivalität gegen unseren Teamkollegen gewinnen können. Das wäre natürlich sehr faszinierend.
So, ich hoffe jetzt mal, dass uns keine Überraschung erwartet und es im Rennen nicht regnen wird. Weil das hatten wir ja schon mal, dass sich das Wetter spontan geändert hat. Und Russland im Regen habe ich gar keinen Bock drauf. Hatten wir im Training, mag ich nicht. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Bleibt sonnig, wunderbar. Das ist doch wunderbar gelaufen heute. Meine Damen und Herren, ich bin sehr gespannt, ob wir diese Pace auch im Rennen umsetzen können. Ich würde sagen, das erfahrt ihr dann in 2 Stunden, wenn das Rennen erscheint. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!